Friedlich. Die sind alle am Arbeiten. Jedes Bienchen hat ihren Job. Die sind jetzt effektiv. Alle, die Köpfe hier auf dieser Wabe drauf haben, die sind am jungen Brut am Füttern. Die Seebienen geniessen die letzten wärmeren Tage des Jahres. Der Fabian Sutter hat sich das Imkern zum Hobby gemacht und verkauft seinen Honig jetzt in der Region. Ich selber passe auch beim Gemüsebau um die Ecke, weil ich einfach mittlerweile wissen möchte, woher Nahrungsmittel kommen. Klar kostet es unter Umständen etwas mehr, aber der Preis geht dann auch vollumfänglich zum Obstbauer oder zum Imker. Sage ich jetzt mal, wenn man bei mir Honig kauft, dann unterstützt man mich damit und nicht irgendwelche Grosskonzerne, die am Schluss 100% Marge draufschlagen zusätzlich. Neben Honig, selber gemachte Creme und natürlichem Antibiotikum der Bienen bietet Fabian auch eine Bienenpatenschaft an für Leute, die gerne eigene Bienen hätten. Es gibt eine kleine Patenschaft und eine grosse Patenschaft. Mit der kleinen Patenschaft gibt es ca. ich weiß es nicht mehr auswendig, etwa 1,5 bis 2 Kilo Honig ist inbegriffen. Bei der grossen sind es einfach doppelt so viel, sind es etwa 3,5 bis 4 Kilo. Der Hobby-Imker kann am nächsten Samstag, 29. September, am Gütermarkt St. Gallen seine Sachen präsentieren. Das Lattichquartier verwandelt sich dann nämlich zu einem Markt mit Gütern aus der Region. 27 Aussteller präsentieren dort ihre Kreationen. Neben den Honigprodukten von Fabian gibt es auch Kunst, Design, Handwerk, Essen und Getränke. Mit dem Gütermarkt wollen die Organisatoren einem kleinen und lokalen Handwerk eine Plattform geben. Ich finde den Gütermarkt etwas eine super Idee. Ich finde auch eben, wie gesagt, ich schaue aufs Regionale, darum finde ich es lässig, wenn man so einen Gütermarkt oder allgemein so einen Markt ins Leben ruft, um regionale Leute zusammenzutrommeln, zeigen, was man hat, Informationsaustausch und einfach eine schöne Zeit miteinander zu verbringen. Am Samstag vom 11. bis 5. Uhr lädt der Gütermarkt auf dem Lattichquartier ein, zum Entdecken und Probieren.